Wetten, dass live aus dem 17. Bundesland Mallorca. Wir läuten den Sommer ein mit tollen Gästen. Ein Nordlicht auf der Urlaubsinsel. Otto Walkes. Die 80er sind zurück. Simple Minds. Ein Sommertraum. Michelle Hunziker. Ein Weltbürger in seiner Heimat. Placido Domingo. Aus der US High School. Ashley Tisdale. Landarzt und Förster auf Urlaubsreise. Wayne Carpendale und Hardy Krüger Junior. Germany's Next Topmodel auf Mallorca. Sarah Nuru. Und ein Weltstar im Ferienparadies. Naomi Campo. Palma de Mallorca, die Perle im Mittelmeer, empfängt die erfolgreichste Fernsehshow Europas. Sommer, Sonne, Partystimmung pur. 10.000 Zuschauer live in der Spielkampfarena. Und hier ist der Mann, der Ihnen jetzt schon 2,5 Stunden Urlaub schenkt. Bitte begrüßen Sie den Torero der Showarena, Thomas Gottschalk. So. Guten Abend. Herzlich willkommen aus der Spielkampfarena, ja, von Mallorca. Guten Abend. Herzlich willkommen in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz. Ich weiß, wenn manche von Ihnen Stierkampf hören, dann sagen Sie mit Recht, oh oh, da kriege ich gleich Pickel. Mir geht es genauso. Und deswegen möchte ich Ihnen gleich zu Beginn eine rührende Tiergeschichte erzählen. Es geht um meinen neuen Freund Santander. Jetzt bleib stehen. Wir haben uns schon ein bisschen angefreundet. Ich bin nämlich auch Stier. Ja. Und das ist ein Flaschenstier. Es gibt nämlich auch Stiere, denen es in einer Stierkampfarena ausgesprochen gut geht. Bleib mal jetzt stehen, komm jetzt zum Schluss hier. So, okay. So, jetzt konzentrier dich. Er ist nämlich sozusagen, du auch, er ist das spanische Gegenstück zu unserem Knut. Er ist mit der Flasche großgezogen. Er weiß überhaupt nicht, was er in der Stierkampfarena noch alles hätte erleben können, sondern er ist ein ganz braves Kerlchen. Und das liegt an Federico. Federico hat ihn nämlich mit der Flasche großgezogen. Federico, einmal guten Tag sagen hier. Ja. So. Ja. Hoppala. Oh. Federico, also, el picador, ja, el moderador, el toro. So. Ich habe gerade erzählt, dass das ein ganz braves Tierchen ist. Und du hast ja früher auch beim Stierkampf mitgemacht. Jetzt hast du aufgegeben. Der Mann ist nur noch Fisch, pflegt nur noch diesen Stier. Und den gebe ich dir jetzt zurück, damit ich mit der Sendung anfangen kann. Wir wollten nur klar machen, es gibt auch Stiere, denen es hier wirklich gut geht. Und er gehört dazu. Santander. Tschüss, herzlichen Dank. Bitteschön. Muchísimas gracias. Ciao. Ciao. Buenas noches. Ja. Buenas tardes. Ja, mit dir sieht er besser aus. Naja, er weiß gar nicht, was das soll. So, also, jetzt kann ich mich konzentrieren. Habe ich schon gesagt, wie die Sendung heißt? Wetten, dass? Wir begrüßen die Deutschen, die Österreicher, die Schweizer, selbstverständlich heute auch ganz besonders die Spanier. Dazu komme ich später noch. Und wir machen heute mal ein bisschen Fernsehen der anderen Art. Normalerweise ist immer vorne das Fernsehen und dahinter bin ich. Heute ist alles anders. Heute dürfen Sie zwischendurch mal ein bisschen hinter die Kulissen gucken. Sie werden ein paar Kameras sehen, aber ich verspreche Ihnen, Sie werden auch Bilder sehen, wie Sie seit dem Katholikentag in Essen im deutschen Fernsehen nicht mehr gesehen haben. Unglaubliche Kamerafahrten, wir werden Hintergründe zeigen, brennende Kulissen, also ich hoffe nicht das Stadion, sondern nur unsere Fackel. Und es wird ja heute im Fernsehen viel gemogelt, das geht heute nicht, weil Sie alles sehen können. Es gibt ja viele von meinen Kollegen, die lesen alles, was Sie sagen, so von so einem Teleprompter ab. Das geht, ja. Naja. Das geht bei mir gar nicht, weil ich nicht so schnell lesen kann, wie ich reden kann. Aber hier steht immer einer mit solchen Pappen und da haben Sie schon gedacht, ja, ja, ja. Ich kann Ihnen ja mal zeigen, was da draufsteht. Also halte einmal rein hier, damit Sie wissen, da. Das sind so Motivationsdinger und zwischendurch steht drauf, ja, läuft klasse und so weiter. Sehen Sie, und jetzt haben Sie schon,
Das sind zum Beispiel, also die sehen Sie ja sonst nie. Seine Mutter glaubt ihm nie, dass er beim Fernsehen arbeitet. Er ist... So. Die haben Sie aber alle jetzt irgendwo in so sandfarbene Jacken gesteckt, damit Sie in der Arena hier nicht auffallen. Ich bin der Einzige, auf den Sie bitte gucken. Und egal, was Sie sonst so sehen, es geht einfach darum, dass wir eine große Party haben. Deswegen sage ich auch, meine Prominenten, die sich auf der Bank versammeln, werden ein bisschen kurz kommen vielleicht. Aber mir geht es darum, dass wir Spaß haben und dass Sie zu Hause Spaß haben. Und das werden wir hinkriegen. Wir haben starke Wetten. Und wir wollten natürlich, obwohl wir nicht in Deutschland unterwegs sind, auch unsere schöne Tradition der Stadtwette nicht aufgeben. Heute wird es halt eine Arena-Wette. Auch jetzt fordert wieder ein Kandidat von mir, in diesem Falle die gesamte Arena heraus, es auch zu versuchen. Das ist ein gefährlicher Stunt. Es geht um eine Wasserangelegenheit. Und wir haben gesagt, weil wir beim ZDF natürlich immer auf Sicherheit sind, auch beim Stier zum Beispiel, da hat es erst geheißen, ah, der ist ein bisschen wild. Dann hat es geheißen, der kriegt eine Spritze. Sage ich, auf gar keinen Fall. Jetzt haben Sie mir die Spritze gegeben. Und Sie sehen, es ging ganz gut. Jetzt haben wir einen Mann, der hat schon den Haialarm auf Mallorca überlebt. Er ist also absolut tauglich für diesen Job. Immer wenn es darum geht, Wasserwacht, Bademeister, fällt uns nur einer ein. Er ist der berühmteste deutsche Bademeister, angefangen hat, der im Schwimmbad in Gelsenkirchen. Jetzt hilft er mir in Mallorca, Ralf Möller. Der Stier aus dem Ruhrpott. Du, ich sag's dir, ich muss aber zwei Sachen gleich sagen zu Anfang. Der Schwimmmeister kommt, hier steht's auch drauf, siehst du? Aha. Damit du auch in Zukunft gerettet wirst, heißt Schwimmmeister. Und es war Recklinghausen, nicht Gelsenkirchen. So alles also, alles eine Ecke da. Ein und ein Ruhrgebiet. Aber hör mal, ist ja wie, wie Gladiator hier. Also, die Arenen, da fühlt man sich wieder wohl. Und nach so 9 Jahren, du... Also, dein Schwert behältst du heute in der Scheide. Er ist für mich... Jetzt im Wesentlichen, wir haben eine gefahrenvolle Wette und die findet am Pool statt. Es gibt einen Mann, der kommt aus Franken, wie kann es anders sein? Heißt Matthias George und präsentiert heute unsere Arena-Wette. Matthias, bitteschön. Ralf, so können Männer auch aussehen. So, also, ein bisschen Training, verstehst du, würdest du auch auskriegen. Ein bisschen Farbe. Matthias, er hat heute früh um 8 schon sein Handtuch hier hingelegt, hat gesagt, das ist meins, jetzt gehen wir mal hier rauf. Matthias, du kommst, wie ich richtig gesagt, aus dem Fränkischen. Ja. Aus? Bad Neustadt-Saale. Bad Neustadt an der Saale. Hast eine Wette mitgebracht, die ein Stunt ist. Kommen Sie so her. Eben, geht aber nur in Badehosen. Hast du einen Sohn, Tochter? Ja, Sohn und Tochter, verheiratet. Wie alt ist der Sohn? 22. Wahrscheinlich hat der gesagt, Papa, muss das sein? Musst du dort den Deppen von Gottschalk machen? Ganz genau, ja. So, ja, das ist das große Elend mit dem Nachwuchs. Meiner ist genauso. Wir sind entspannt groß geworden und unsere Söhne machen einen auf zickig. Ne? Ach Gott, ach Gott, ach Gott, ach Gott. Ja. Wir ziehen das durch. Ach, guck mal, so, der Ralf hat auch nichts Gescheites gelernt. Und guck mal, wie er da steht. Ja, alles nur Show. Ja. Guckt uns beide an hier. Das eben, ist so. Es geht darum. Also. Für Ralf wäre das ein Fußkettchen. Für den Rest der Welt ist das ein Schwimmring. Du behauptest, dass du mit einem, reden wir vom Bauchumfang, Brustumfang ist, glaube ich, etwas kleiner. Ich habe hier... Okay, also was hast du schon mal selber gemessen ungefähr? Ja, so um einen Meter. Guter Meter. Ja. Also Oberweite von Sophia Loren trägst du um die Hüfte. Ja. So, okay. Guter Meter. Okay. Also pass auf. Und er, und das ist, mess mal kurz. Komm hier, Achtung. Jetzt. Innendurchmesser. Machen wir das. Jetzt geht's hier wieder. Komm mal hier. Oh, das sind, was sind das hier von 24, innen so 20. 23, okay. Ein Innendurchmesser von 23 Zentimeter. Matthias behauptet, er... springt durch diesen Reifen, ohne stecken zu bleiben, ohne dass der Reifen abreißt in irgendeiner Form. Und das mit einem fast dreifach so großen, über dreifach so großen Durchmesser wie der Reifen.
Korrekt, ja. Da stehst du dazu. Und meine Herausforderung, gibt es in diesem Rund jemand, der sagt, das kriege ich auch hin. Aber erst mal wir sehen, ob du es hinkriegst. Ralf, du bist dabei. Du springst sofort ansatzweise eine Heilgefahr droht. Sofort, absolut. Das wird Freiwillige werden dann vor. Wir werden uns mal aussehen. Möchtest du, bevor du auf ewig in diesem Becken versinkst, noch irgendwelche Botschaften loswerden an Oberfranken? Ich hätte noch gerne ein paar Grüße, und zwar an meine Frau und die Familie natürlich, meine Fans, wo mitgereist sind. Und natürlich, der wurde das Ganze an.